Tadam, 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 tadam. Die Speakerin begibt sich in die Startlöcher. Dankeschön, dass du das machst. Und ich erzähle schon mal, wen ich jetzt begrüßen darf, und zwar Anna Viselli, die ebenfalls an der TU Dresden Informatik studiert hat. Das ist also sozusagen auch ein Klassentreffen, was das angeht. Sie ist Informatikerin, Journalistin, seit 2013 auch bei netzpolitik.org. Sie schreibt und spricht über staatliche Überwachung und über Dinge rund um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und jetzt ganz vor kurzem hat sie vom Forschungsnetzwerk Surveillance Studies den Journalistenpreis bekommen für ihr dreiteiliges Rechercheprojekt zu Sprach-IT im BAMF und ist damit Preisträgerin des Jahrgangs 2020. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt wird uns Anna über Migrationskontrolle als Digitalisierungstestfeld nochmal in ihren Vortrag berichten, was sie da rausgefunden hat. Dankeschön. Okay, dann einen wunderschönen Abend und danke, dass ich hier sein kann, sogar physisch. Das ist sehr nett. Und ich komme natürlich auch nicht umhin, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zu sagen und vor allem Danke zu sagen für die Menschen, die seit Jahren die netzpolitischen Abende organisieren und auch die inhaltliche Arbeit der DigiGuest machen. Und ich wollte einfach sagen, es gab schon sehr viele schöne Abende hier, Abende mit interessanten Vorträgen, Abende mit interessanten Gesprächen, bei denen man von den Vorträgen dann leider nichts mitbekommen hat und sie nachher gucken musste. Und ich hoffe, dass es auch vielleicht in der Zukunft wieder die ganz normalen DigiGuest-netzpolitischen Abende hier geben wird, wo man mit vielen Menschen hier zusammenkommen kann. Genau, aber ich will loslegen, und zwar, es soll darum gehen, wie digitale Technologien eingesetzt werden, um, wie man es so in der Verwaltungssprache nennt, Migration zu kontrollieren. Und dem gegenüber steht eine andere Nutzung von digitalen Technologien, nämlich durch Geflüchtete. Die sind nämlich für Geflüchtete ein extrem wichtiges Werkzeug auf ihrer Flucht, nach ihrer Flucht und vor ihrer Flucht, eben um sich zu informieren, um in Kontakt zu bleiben mit Menschen aus ihren Herkunftsregionen, mit Menschen in den Regionen, in die sie flüchten wollen, um Übersetzungsarbeit zu leisten, um sich auch über die Gesetze von den Ländern, die sie durchqueren müssen, auszutauschen, sich über Fluchtrouten auszutauschen. Und eben oft auch sind digitale Geräte wie Smartphones die einzigen, ja, Medien, auf denen noch Erinnerungen gespeichert sind, wie zum Beispiel Fotos aus ihrem alten Leben. Und demgegenüber steht eben eine Entwicklung, dass dadurch digitale Geräte von Geflüchteten, aber auch digitale Technologien im Allgemeinen im Widerspruch stehen, auf der einen Seite so ein wichtiges Werkzeug sind, auf der anderen Seite aber eben auch zur Gefahr werden können, weil sie eben dann Begehrlichkeiten wecken und zur Überwachung der Geflüchteten genutzt werden können. Das heißt, man hat auf der einen Seite Geräte, die Menschen die Flucht ermöglichen und einfacher machen. Wir wissen, dass ungefähr so 80% der Menschen zum Beispiel, die vor 2 Jahren aus Syrien gekommen sind, mit Smartphones unterwegs waren auf ihrer Flucht, aber auf der anderen Seite eben auch Menschen direkt bedrohen und Menschen in Schwierigkeiten bringen können, auch wenn das gar nicht notwendig wäre. Es soll aber hier gar nicht mal so sehr um, ja, Handys und andere Sachen gehen, sondern eher um so Grundbeobachtungen, die einem auffallen, wenn man sich eben mit dem Einsatz von Technologien beschäftigt, die in den Migrationsprozessen angewendet werden. Nämlich zum einen sieht man, dass Technologien getestet werden an Geflüchteten oder an flüchtenden Menschen, die so nicht bei einer breiten Bevölkerung angewendet werden, weil es eben leider oft so ist, dass geflüchtete oder flüchtende Menschen keine starke Lobby haben, die sich eben dafür einsetzt, dass das nicht in Ordnung ist und dass es dabei extreme Bedenken gibt, eben auch oft in datenschutztechnischer Hinsicht oder auch in ethischer Hinsicht. Eine andere Beobachtung, die man dabei macht, ist eben, dass Technologie getestet wird oder eingesetzt wird, bevor sie wirklich auf Herz und Nieren in Datenschutzbelangen oft geprüft wurde. Und das sehen wir an einem konkreten Beispiel später noch. Und dass es eben auch dann oft zur Anwendung von Technologie kommt, die
eigentlich gegen, ja, wie man so oft sagt, gegen Terrorismus, gegen Kriminalität eingesetzt wird und wir damit so eine Art Gleichsetzung haben. Das heißt natürlich keine explizite Gleichsetzung, aber dass eben oft durch den Einsatz dieser Technologien so das Bild entsteht, als müsse man gegen Geflüchtete mit den gleichen Mitteln vorgehen, wie man es gegen Terroristen tut. Das sehen wir auch später noch. Bisher habe ich mich sehr viel beschäftigt mit dem, was in Deutschland dazu passiert, eben wie Migrationskontrolle digitalisiert wurde, gerade beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da ist eben viel passiert in den letzten Jahren. Da ging es darum, dass man die Handys von Geflüchteten ausliest und analysiert, um rauszufinden oder um Anhaltspunkte zu finden, wo sie herkommen und wer sie sind und vielleicht dann Widersprüche aufzudecken zu den Aussagen, die sie machen. Aber ich will gar nicht so viel zu diesen Sachen erzählen, weil darüber habe ich schon ziemlich viel erzählt. Darüber gibt es eine Menge Vorträge von mir, die man sich angucken kann, sondern heute eher ein bisschen darüber reden, was sonst noch so passiert, was kaum Aufmerksamkeit bekommt und was so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber trotzdem ja, große Auswirkungen auf Menschen haben kann. Das passiert eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern da passiert auf EU-Ebene auch ganz viel. Und da ist gerade im Juli eine Auftaktveranstaltung zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat stattgefunden, wo es um das Thema Migration 4.0 gegangen ist. Da geht es um die, wie die Bundesregierung es nennt, digitale Transformation im Bereich Migrationsmanagement. Da wurde 2 Stunden lang über digitale Technologien in der Migrationskontrolle und in diesen Prozessen geredet. Da ging es um ganz verschiedene Sachen. Da ging es um Dinge, wie man Menschen aus der Ferne zum Beispiel auch beraten kann, das heißt, wie man Beratungsangebote schaffen kann für flüchtende und geflüchtete Menschen. Da ging es eben aber auch um weitergehende Assistenztechnologien, um die Herkunft von Personen zu bestimmen. Da ging es um Blockchain zur Prozessverwaltung und da ging es auch ganz viel um die Migrationsvorhersage. Die Migrationsvorhersage ist gerade ein Thema, das auf EU-Ebene relativ viel Aufmerksamkeit bekommt und da gibt es auch die sogenannte Big Data for Migration Alliance. Das ist ein Zusammenschluss aus Organisationen, aus Einzelpersonen, aus Forschungseinrichtungen, wo eben der Frage nachgegangen wird, wie kann man denn große Datenmengen einsetzen, um Erkenntnisse über Migration zu bekommen. Eine dieser Kernfragen, die bei dieser Auftaktveranstaltung da formuliert wurden, war zum Beispiel, wie kriegen wir raus, wie zum Beispiel Umweltzerstörung und der Klimawandel Migrationsbewegungen beeinflussen und diese Erforschung von Migrationsbewegungen und von Migrationsvorhersage gibt es eigentlich schon ziemlich lange und der zentrale Akteur auf EU-Ebene dazu ist EASO, also das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen. Das ist vielleicht eine Institution, die man, ja, von der man gar nicht so oft hört, weil sie jetzt wie andere EU-Organisationen im Migrationskontext wie Frontex oder andere eben nicht so viel Aufmerksamkeit medial bekommen, die aber seit Jahren immer wieder regelmäßig Meldungen und Berichte an EU-Staaten, an die EU-Kommission und eben an andere EU-Agenturen und auch Polizeibehörden liefern, wie sich gerade Migrationsbewegungen entwickeln. Und da gab es Vorläufer zu den Migrationsvorhersageprojekten von EASO, die sich eben damit beschäftigt haben, Social Media auszuwerten, um Erkenntnisse darüber zu bekommen, was man denn in nächster Zeit zu erwarten habe. Das ist so ein bisschen anders als eben das, was in Deutschland auf der Asylverfahrensebene passiert, wo es eben primär darum geht, was macht die Einzelperson oder wer ist die Einzelperson, sondern da geht es darum, Erkenntnisse über Gruppen zu gewinnen, um zu gucken, über welche Fluchtrouten wird gerade geredet, wie ist quasi die Stimmung in den sozialen Netzwerken und vor allem eben auch darum, vor allem in diesem früheren UN-Projekt, was ist denn gerade so der Markt für zum Beispiel Dokumente, was ist der Markt für Schleuser, was passiert da gerade? Und daraus hat sich eine relativ problematische Praktik bei EASO entwickelt. EASO hat das nämlich dann fortgeführt und ausgebaut und verbucht, das hat ein Kollege letztes Jahr auf Anfrage erfahren, als einen ihrer größten Erfolge, dass der sogenannte Konvoi der Hoffnung sehr früh entdeckt wurde durch eben eine Social-Media-Analyse und die Beobachtung der Bewegungen. Da gab es nämlich im März, April 2019 in sozialen Medien vor allem Gerüchte, dass die Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien offen sei. Daraufhin haben sich extrem viele Menschen auf den Weg gemacht und diese Menschen wurden dann mit sehr viel Gewalt zurückgedrängt und es kam zu Tränengaseinsätzen, es kam eben zu Polizeigewalt gegen diese Menschen und es gab dann eben diese Zurückschiebungen, die ja sehr umstritten sind. Unabhängig davon, dass man
sowas dann als Erfolg verbucht, hat auch der europäische Datenschutzbeauftragte gesagt, das ist eine ziemlich problematische Geschichte, weil eben EASO, also das ist das ein Auszug aus der Datenschutzfolgeabschätzung dieses Social Media Monitorings, gesagt hat, sie analysieren eben Posts in sozialen Medien und sammeln aber dadurch eben auch sehr viele personenbezogene Daten. Das heißt, bei der Prüfung dieses ganzen Prozesses hat er eben herausgefunden, dass die Berichte, die EASO gemacht hat, eben auch Telefonnummern und Mailadressen enthalten haben, dass da Informationen über religiöse Überzeugungen drin waren, die gar nicht mal so sehr Ziel und Sinn und Zweck dieser Berichte waren, sondern die eben dadurch angefallen sind, dass man diese Daten verarbeitet hat. Und er hat dann eben gesagt, es gibt einfach keine Rechtsgrundlage dafür, dass EASO solche Daten verarbeitet, und hat dann infolgedessen auch die Verarbeitung untersagt. Das war im November 2019. EASO hat damals eben auch nach Schlüsselwörtern gesucht, zum Beispiel, was sagen Menschen gerade über den Dokumentenerwerb oder was sagen Menschen gerade über Fluchtrouten oder bestimmte Grenzpunkte, und dann eben auch direkt nach bestimmten Sprachen gesucht und daraufhin Social Media Posts untersucht. Jetzt ist es danach ein bisschen still geworden darum, aber man kann sich ja vorstellen, dass es ein ziemlich großes Interesse daran gibt, solche Daten auszuwerten, und die EASO ist längst nicht die einzige Stelle, die solche Daten ausgewertet hat. Andere machen damit weiter. Wir haben zum Beispiel Europol und Frontex, die auch Social Media Daten auswerten. Die fokussieren sich eben laut ihren Angaben primär auf Schleuser und Schlepper, wobei man sich halt eben bei diesen Behörden immer fragen muss, was sind denn für die Schleuser und Schlepper, wo man immer wieder den Widerspruch hat, dass auch humanitäre Fluchthilfe eben von den Behörden so kriminalisiert und als kriminell angesehen wird. Man hat zum Beispiel die Internetmeldestelle, die eigentlich mal dafür geschaffen wurde, terroristische Inhalte, ja, für die Löschung von terroristischen Inhalten zu sorgen. Das heißt, bei Europol eben zu gucken, wo tauchen solche Inhalte auf, dann an die Diensteanbieter ranzutreten und eben Löschungen ja auszulösen. Und diese Internetmeldestelle hat 2018 zum Beispiel auch 800 Inhalte, ich glaube primär auf Facebook und Telegram, gelöscht, die sich eben auch Fluchthilfe bezogen haben. Und da wird es eben relativ schwierig. Auf EASO bezogen hat die Analyse und vor allem diese Migrationsvorhersage natürlich nicht aufgehört. Das ist jetzt ein Screenshot aus dieser Auftaktveranstaltung, die man übrigens auch noch immer nachgucken kann. Also das Video ist online, das ist relativ interessant, weil auch noch andere Leute da gesprochen haben. Und EASO fokussiert sich mittlerweile auf andere Dinge. Das heißt, es gibt ein relativ großer Teil ihrer Arbeit ist nach eigener Aussage eben das Medienmonitoring zu Konflikten und Ereignissen, die auf der Welt stattfinden, um dann eben zu schauen, wie entwickeln sich nach solchen Ereignissen in bestimmten Regionen Migrationszahlen. Und dafür greifen sie auf große Datenbanken mit eben Lokalberichterstattung zurück. Sie gucken sich aber auch zum Beispiel ja Internetsuchen an. Das heißt, sie schauen, in welchen Ländern wird denn gerade häufig nach zum Beispiel den Stichwörtern Asyl oder Visum gesucht, um daraus eben abzuleiten mit Erfahrungswerten aus früheren Ereignissen, ist denn nach solcher Suche zu erwarten, dass Menschen sich auf den Weg übers Mittelmeer machen. Der Mensch da unten, der abgebildet ist, ist der Leiter der sogenannten Situational Awareness Unit bei EASO, der dafür zuständig ist und der auch meinte eben, diese Sachen sind halt mit einer gewissen Unschärfe belegt. Sie hatten zum Beispiel laut seiner Aussage einen Fall, wo sie beobachtet haben, dass in einer nordafrikanischen Region Menschen verstärkt nach Italien gesucht haben, haben dann eben gedacht, okay, wir erwarten jetzt Bewegungen nach Italien, und dann im Endeffekt festgestellt haben, dass es gerade ein Fußballspiel in Italien gab, das Leute interessiert hat. Das heißt, das sind Dinge, die in gewisser Weise manchmal amüsant klingen und auf den ersten Blick vielleicht auch amüsant sind, die aber trotzdem zeigen, dass eben oft auch relativ große Gefahren in solchen Daten, selbst wenn sie jetzt nicht auf Social Media Posts, sondern auf einer viel gröberen Ebene passieren, dass da Schlüsse draus gezogen werden, die im Zweifelsfall schwere Auswirkungen haben. Und aus diesen Daten stellt EASO eben mit vorangegangenen Erfahrungen und mit Machine Learning Methoden, die eben nicht näher bekannt sind, solche Matrizen und berechnet daraus diese sogenannten Push-Faktoren, das heißt die Push-Faktoren, die angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass Menschen Regionen verlassen und ob es gerade Ereignisse gab, die dazu führen, dass Migrationsbewegungen ausgelöst werden können. Die Begründung, warum man das tut, ist eben, dass man sagt, okay, man will Regierungen
Zahlen an die Hand geben, damit sie im Zweifelsfall nicht von großen Fluchtbewegungen überrascht werden, wo man dann aber auch immer wieder sagen muss, wenn man eben die Erfahrung hat mit ja vermutlich illegalen Pushbacks an den Außengrenzen, dass es dann eben auch schwer ist, wenn die Informationen in die Hände von Behörden und Institutionen gelangen, die eigentlich ganz andere Ziele haben, als dafür zu sorgen, so eine Situation, in der viele Menschen sich auf die Flucht machen und Schutz in Europa suchen, zu bewältigen. Das ist natürlich nicht das einzige Projekt oder beziehungsweise nicht die einzige Institution, die sich um solche Vorhersagen bemüht. Es gibt da auch ähnliche Dinge, auch vom UN-Flüchtlingskommissariat. Die hatten ein Projekt, das hieß Jetson. Und dabei haben sie untersucht, wann Migrationsbewegungen aus Somalia raus passieren, um dann eben auch Erkenntnisse zu gewinnen, dass wenn der Ziegenpreis in Somalia sinkt, dass dann zu erwarten ist, dass Menschen ihre Gebiete verlassen, weil sie festgestellt haben, dass Menschen dort, wenn sie quasi ja, ihr Zuhause verlassen, vorher ihre Ziegen verkaufen, weil die einen ähnlichen Status haben wie ein Bankkonto, das und die Ziegen nicht einfach mitgenommen werden können, weil es eben empfindliche Tiere sind. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie divers diese Faktoren je nach Region sein können. Das heißt, es ist eben schwierig, aufgrund von ja, Social Media Suchen oder Google Suchen oder ähnlichen Dingen einfach sowas vorherzusagen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dieses Projekt anzugucken, weil es gibt eben super wenig Berichterstattung dazu und es erhält extrem wenig Aufmerksamkeit, obwohl es das schon seit Jahren gibt und obwohl es einfach eine relativ große Auswirkung eben auch auf das hat, wie die EU-Staaten informiert werden. Und es geht eben an sehr, sehr viele Behörden und kann eine Entscheidungsgrundlage sein für Dinge, die dann sehr, sehr viele Menschen betreffen. Eine andere Sache, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, sind eben die ganzen EU-Pläne für ja, sogenannte intelligente Grenzen. Und diese intelligenten Grenzen, die es in verschiedenen, also die verschiedene Ausprägungen haben, sei es durch biometrische Ein- und Ausreisesysteme, sei es durch irgendwie Fingerabdrücke an der Grenze, sei es durch irgendwie elektronische Visa und Erfassungen von Bewegungen von Personen, schaffen eben nicht nur eine zusätzliche Barriere im physischen Raum, sondern die schaffen eben auch eine virtuelle Grenze, weil eben dadurch, dass sehr, sehr viele Daten erfasst werden, nicht nur über Menschen, die jetzt aus Fluchtgründen migrieren, sondern eben über alle Menschen, die Außengrenzen überschreiten, sammeln und dadurch eben auch so eine Art Risikobewertungssystem aufbauen können. Wer bleibt zu lange? Wer ist gerade im Land? Wer verhält sich wie? Wo man eben auch sieht, dass viele Dinge damit begründet werden, dass man ja, Terroristen fangen müsse, dass man sogenannte illegale Migration bekämpfen müsse. Aber auf der anderen Seite sind das Systeme, die sich auf sehr, sehr große Bevölkerungsgruppen eben auswirken. Und die Situation dazu auf EU-Ebene ist extrem unübersichtlich. Also das ist so eine Infografik des Rats, wo mal zusammengefasst wurde, welche Datenbanken oder IT-Systeme es denn gerade so im Bereich Migration und Sicherheit gibt, was ja auch schon zeigt, dass da irgendwie die Themen Migration und Sicherheit sehr, sehr eng zusammengefasst werden. Und da finden sich eben diverse Systeme, wie zum Beispiel das Schengen-System, das eigentlich für Fahndungen da ist, wie die Eurodac-Datenbank für Fingerabdrücke von Asylbewerbern, wie Visasysteme, aber auch eben Systeme zur Erfassung, wer wann welche Grenze übertritt und wo wie lange bleibt und wer dann auch wieder Einträge in, ja, also zu wem es irgendwie Einträge in Kriminaldatenbanken gibt. Und das ist eben eine extrem problematische Sache, weil diese Systeme immer weiter ausgebaut werden. Diese Systeme erhalten immer weitere Daten über sehr viele Menschen. Diese Systeme werden immer interoperabler. Das heißt, die EU hat eben den Plan, diese ganzen Datenbanken interoperabel zu machen, damit quasi Daten sehr, sehr schnell im Zugriff sind, wehrt sich aber dagegen quasi zu sagen, dass es dann zu einer großen Datenbank werden soll, weil sie es ja formal nicht ist. Und das betrifft eben einfach einen Großteil der Bevölkerung, gerade Menschen mit Nicht-EU-Pässen, bei denen dann noch viel mehr Daten erhoben werden wie bei EU-Bürgern. Aber das ist ein Thema, über das andere Menschen auch schon sehr, sehr viel gesagt haben. Und ich will zum Ende hin nochmal auf Systeme eingehen, kurz als Ausblick, die so ein bisschen, man verzeihe mir dieses Bild, aber wie die so ein bisschen wie dieser Blur aus quasi Symbolbildern zu Blockchain und Symbolbildern zu KI und diesem ganzen Cyberkram irgendwie wirken, weil man eben auch beobachtet, dass viele Technologien eben im Asylbereich getestet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, eben
dieses Blockchain-Projekt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das durchgeführt wurde in einem Piloten, das dann eben im Ankerzentrum in Dresden pilotiert wurde und wo man eben Asylprozesse auf der sogenannten oder auf einer sogenannten Blockchain erfassen wollte, um die Änderung von zum Beispiel einem Status des Antrags schnell an alle möglichen Behörden verteilen zu können. Das heißt, dass die Ausländerbehörde dann im gleichen Moment weiß, ob ein Asylantrag bewilligt wurde oder ob ein Mensch einen Schutzstatus hat und das BAMF und umgekehrt. Dieses Projekt, dieses Pilotprojekt hat einen Preis bekommen, irgendwie den E-Government-Wettbewerb für das beste Digitalisierungsprojekt in Bund und Ländern. Das war letztes Jahr, seitdem hat man tatsächlich nicht mehr viel davon gehört, was auf der einen Seite fast beruhigend ist, auf der anderen Seite aber eben auch Fragen aufwirft und eben zeigt, dass irgendwie damit oft Dinge getestet werden, die eben modern sind und mit denen man sich eben als Digitalisierungsvorreiter profilieren kann, wo aber dann der Nutzen dessen, vor allem im Gegensatz zu den Problemen, die auftauchen, gerade in Datenschutzhinsicht oder auch gerade in Frage auf die Notwendigkeit desselben, eben schwierig sind. Andere so Blockchain-Leuchtturmprojekte, wenn man sie so nennen will, hat zum Beispiel das World Food Programme gemacht, die eben in Camps in Jordanien Blockchain zusammen mit Iris-Scans dafür eingesetzt haben, um Nahrungsmittel zu verteilen, was eben auch extreme Datenschutz und eben auch ethische Fragen aufwirft, wo man sich eben fragen muss, muss das eben sein, ist es notwendig, gerade mit so einer Technologie solche Probleme zu erschlagen, wo es eigentlich um humanitäre Hilfe geht und nicht so sehr darum, dass man das alles ganz genau erfasst vielleicht.